Hallo und recht herzlich willkommen zurück in Zeptopia. Und zwar in dem Spiel Life is Feudal Forest Village. Und wir sind in einer neuen Aufnahmesession. In der letzten hatten wir hier schon mal unser Aufgrund etwas geebnet. Dort wollten wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein paar Häuser rein, beziehungsweise unser Lager und sowas umziehen. Und es sind ein paar Sachen dazugekommen. Und zwar, man sieht es hier oben schon, Honig. Honig kann man jetzt anbauen. Und das ist das auch neu. Gusseisen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war vorher schon. Und ja, es sind ein paar Deko-Sachen dazugekommen. Und zwar hier kann man jetzt, die Schilder konnte man vorher schon bauen. Jetzt kann man eine Vogelscheuche bauen. Ich weiß nicht, Vogelscheuchen verscheucht Vögel und beschleunigt so den Wachstum auf Feldern und den Bäumen. Ja, dann sollten wir doch irgendwo hier gleich mal eine hinsetzen. Oder auch mehrere. Des Weiteren gibt es Lampenpfosten, die das Spiel ein bisschen in... Ja. Mit R dreht man. Bei Nacht beleuchten sollen. Was ich persönlich gar nicht so unvernünftig finde. Deswegen setzen wir direkt mal einen hier hin und lassen das Spiel auch weiterlaufen. So. Was haben wir hier noch gebaut? Hier lassen wir genau die Sammlerhütte lassen wir demontieren. Und eine Vogelscheuche könnten wir eigentlich aber auch schon mal hier hinsetzen. So. Und zwar hier hin. Ja. Da gefällt sie mir ganz gut, glaube ich. So, wir müssen mal eben unser Arbeitermenü aber aufrufen. So, wir haben zwei Bauarbeiter. Ja, kein Förster, das ist egal. So, was hatten wir denn noch für Bauvorhaben? Mal eben kurz raussuchen. Wir haben hier hinten irgendwo die Sammlerhütte hingebaut. Oder waren dabei? Nee, die haben wir, glaube ich, im Akkord mit einem Arbeiter noch fertiggestellt. So, Sammlerhütte haben wir. Ja, was steht denn da? Honig, ja. Ich weiß nicht, wie man Honig produziert, aber das werden wir vielleicht sehen. Ja, ein Imker. Ja, Imkerzelle. Wo kann ich sie hinbauen? Das, probieren wir auch aus. Und zwar setzen wir das erstmal hier hin. Ach so. Aha. Aha. So, es gibt Karawanenstall. Der ist, glaube ich, auch einigermaßen neu drin, aber den hatten wir schon bei der letzten Aufnahmerei. So, das ist das Ressourcenabbaufeld. Und ja, das ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wo unsere Bauarbeiter sind. Ah, sie backen sich fest. Was schön. Nee, ganz ehrlich, was machst du? Wo gehst du hin? Züchtet? Züchtest du denn? Firma? Trägt Ressourcen. Das ist ja schon mal akzeptabel, ne? Dass du Ressourcen trägst. Ich hoffe hier zu unseren Baustellen, so wie die Lampe oder die Vogelscheuche. Und wieso regnet es eigentlich? Ist doch kacke. So, wie sieht es eigentlich mit unserer Nahrung? Sieht, nicht ganz so prall aus. Wofür brauchst du denn jetzt die Steine? Was brauchen wir denn hier? Ach, Fischerhütte. Da tragt ihr die ganzen Sachen hin. Und das ist... Ja. Wie auch so ein Sonntagnachmittag, ich das Gewitter. Das ist meist so. Die ganze Woche, 5 Tage lang. Sonnenschein. Freitag Nachmittag, 12 Uhr. Gewitter. Regen. Wird kalt. Ach, was schick.
Guck mal, es leuchtet überall ein bisschen. Ach, die haben hier schon so kleine Laternen davor hängen. Haben die alle so klein. Au. Die haben alle überall so kleine Laternchen davor hängen. Das heißt, dass ich eigentlich diese Straßenlaterne nicht zwingend dahin bauen muss. Es aber könnte. Hm. Aber da will ich sie nicht hinbauen. Nee, dann will ich sie da nicht hinbauen. So, weg. Wo will ich sie denn dann hinbauen? Ich will sie hier hinbauen. Neben unserem Brunnen. Hier so an der Kreuzung. Da so, da so, da so, da so. Da so. Muss ich mich eben an der Nase kratzen? Hat etwas gejuckt. Und unser Schneider ist ja nicht beschäftigt. Ach, auch die Forsthütte. Moment. Wer ist da? Das ist der Holzfäller. Auch die haben so kleine Lichter gekriegt. Na, schick. Also. Ja, was war jetzt schick? Das ist eine Laterne. Also, ich würde mich freuen, wenn da noch so ein bisschen so in der Laterne selbst innen drin so ein bisschen Kerzenschimmer ist und so zu flackern. Das wäre noch geiler. Aber von hier oben sieht das Licht schon gut aus. Vom Nahen müssen sie es noch ein bisschen überarbeiten. So. Wir haben eine weitere Fischerhütte. Hier könnten 3 Leute arbeiten. Es arbeitet aber gar keiner hier. So. Jetzt arbeitet hier einer. Dafür haben wir einen Bauarbeiter weniger. Was ich persönlich nicht ganz so schlimm finde. Ich finde, Nahrung ist wichtiger. Besonders, da sie ganz schön rapide schwindet. So, was ist das hier noch? Das wird Bier sein, ne? Alkohol. Okay. Ich fände ja cool, wenn man jetzt aus dem Honig Met machen könnte. Das wäre nochmal was Feines. Schön Krug Met. So, jetzt haben wir hier so Agrargrundnutzfläche. Ja, unsere Bauarbeiterin. Was macht die jetzt? Trägt Ressourcen. Baust du jetzt die Lampe? Das wäre. Nee. Ach, was habe ich denn da noch alle gebaut? Ach, den Scheiterhaufen. Ja, der ist auch wichtig. Wir wollen unsere Toten ja wenigstens verbrennen können. Ewig im Sessel sitzen zu lassen, das geht auf Dauer auf die Geruchsnerven. Und wie sieht es jetzt hier in den Hütten aus? Gruppenversammlung. Ja. Ach. Habt ihr dieselbe Kette gekriegt? Ja. Hat auch eine Kette um. Aha. Sehr interessant. So. Scheiterhaufen mitgebaut. Der geht ja auch fix. Und dann sollte ich den Umzug meiner Waren vorbereiten, ne? Lagerhaus. Scheune. Nur ich, werde einfach mal hier so einen Weg hier noch, ne, da nicht. Okay. Hier so einen Auftrag dran lang geben. Nö, das wollte ich auch nicht. So. Genau. So. Ne? Das macht ihr da schon. Und der Scheiterhaufen ist auch fertig. Ja. Ausbruch einer Seuche zu verhindern. Das war leider damals so. Zurzeit kursiert ja hier in Deutschland etwas die Vogelgrippe. Aber ich glaube, die Seuchen damals hier in Pest, wobei die Pest es heutzutage ja auch noch gibt, waren, glaube ich, damals schlimmer. Aber da waren die hygienischen Zustände auch etwas schlechter als bei uns. Möchte man behaupten. Was mir denn nicht gefällt, mir wohl. Was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass sie jetzt erst die olle Straße verlassen hat. Oder bist du
Hey. Wir haben einen Bewohner wieder gekriegt. Dazu bekommen. Ja. Willkommen, meine liebe Dame. Michaela. Ja. Kann man eigentlich die Namen umändern? Nein. Man kann die Namen nicht ändern. Das wäre noch lustig. Das wäre auch noch ein nettes Feature. So. Nichtsdestotrotz mache ich dich zur Bauarbeiterin, Michaela. Und zwar wäre toll, wenn du jetzt mal die Vogelscheuche und sowas. Kommen denn dann auch hier die Vögel? Liegen hier Vögel rum? Nee. Vögel gibt's noch nicht. Aber es gibt schon mal eine Vogelscheuche. Die bauen wir auf jeden Fall. Ach, und hier liegen schon die Ressourcen. Das ist doch schick. Na, wo ist denn die Baustelle? Ach, da. Okay. Ist, ein Stroh. Okay. Wir haben keinen Strom mehr. Das ist, ein entscheidender Nachteil hier. So. Da ist ein Stroh. Das läuft ja. Hier nicht. Ach, da ist doch noch genug. Die erntet den Rotz. Holt ihr Stroh? Ah, ah. Sie bauen erst die Laterne. Die braucht ja nur Holz, ne? Das ist sehr schön. Jo. Mhm. So unsere Straßenlaternen heutzutage sieht ein bisschen schöner aus. Aber so fürs Mittelalter finde ich das schon ganz okay. Wenn das jetzt mal gleich fertig ist. Na, säg noch mal ein bisschen. So. Ja, Stroh. Und ich sollte hier nicht meine Erntedings verpassen, ne? Na, das Flachs kann auf jeden Fall schon geerntet werden. Das andere noch nicht. Wir haben. Ach, spätes Frühjahr. Dann ist ja schon bei der Hälfte. Ja. Läuft, würde ich sagen, ne? Also. Vielleicht kannst du dann noch ein bisschen Rasen anbauen. Oder Stroh. Weil ich möchte ja nicht sagen, aber das brauchen wir. Ja, Weizen braucht noch ein bisschen. Okay, okay. Dann läuft das ja. So, wie sieht es jetzt hier aus? Noch 4 Arbeitsschritte. Ach, jetzt machst du auch noch Pause. Nix da. Bleib doch stehen. Trägt Essen nach Hause. Ey, wieso nimmst du denn jetzt mein Brot? Das gefällt mir gerade nicht ganz so. So, unser Fleisch und unser Fisch steigt etwas. Fisch könnte daran liegen, dass wir auch 2 Fische haben. Was ich gar nicht so schlecht finde. Sieht auch schick aus hier. Ja, und ach, guck mal, wie viel Eimerfisch wir haben hier. Schönen Hering. So, wo sind denn... Wir haben aber 2 Bauarbeiter, ne? Isst. Trägt Essen nach Hause und isst. Trägt Essen nach Hause und isst. Ja. Baut. Isst. Baut. Okay, dann baut man weiter. Zack, Laterne fertig. Sehr gut. So, wie sieht es jetzt hier aus auf der Baustelle? Noch immer hier. Baut? Was baut ihr denn? Die Straße. Komm, junge Dame. Wir machen mal kurz Pause. Dann schlüpfe ich. Nee. Das wird so nichts. So. So. Wir holen jetzt hier mal Ressourcen. Oh. Leute, das ist schlecht. Dass wir da nicht hochkommen. Das ist richtig schlecht. Jetzt wollte ich schon Shift drücken, damit ich schneller rennen kann.
Ist das, das ist kein Gras. Das ist auch kein Gras. Das ist Gras. So. Na? Zack. Dann trag's mal nach Hause. So. Haben wir schon mal einen Bin. Warte. Ja, und wer ist das denn? Wer ist das? Wer ist das? Wer bist du? Also, du bist der Bärensammler. Okay. Okay. So. Dann müssen wir jetzt hier gleich mal. Trägst das erste ins Lager, ne? Dann machen wir einen kurz Speed hier. Er baut die Straße weiter. Jetzt habe ich natürlich. Hier kommt ja keinen Arsch mehr hoch. Habe ich wohl gerade so festgestellt, ne? Ist schlecht. Das ist verdammt schlecht. Brauche ich das jetzt? Glaube ja. So, ein Arbeitsschritt. Also, wenn ihr nichts zu tun habt, Leute, könntet ihr da hinten mal die Lenkung da machen. So. Aber irgendwie gefühlt kommt da noch immer keiner hoch, ne? So, so. So. Und noch ein Arschschritt. Und was ich jetzt sehe, einen Hügel erstellen, auch so ich dachte. Und Fläche absenken. Okay, okay. Das ist gut. Ich dachte, da könnte man einen Tunnel bauen. So, wie viel Stroh ist denn jetzt hier? 4 Einheiten Stroh. Das ist aber noch nicht akzeptabel, Leute. Ihr müsst ein bisschen mehr Stroh ranholen. So, gucken wir mal. Noch nicht ganz die Hälfte. Wie sieht es hier bei unserem Gemüse aus? Das kann auch noch eine ganze Weile so bleiben. Oh, wir kriegen auch wieder ein bisschen Gemüse und Obst rein. Das ist schon nicht schlecht. Unser Fischvorrat wächst exorbitant. Das gefällt mir auch. So. Aber die Leute wollen noch was zu tun haben. Das heißt, so. Wir hauen. Hauen wir denn die Scheune da vorne am Rand hin? Oder hauen wir die Scheune hier hinten am Ende hin? Das ist eine gute Frage, ne? Also da. Ja, da ist die Scheune eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber. Ich meine, dass wir die hier hin machen wollten, ne? So. Zack. Scheune. Oh. Brauchen wir 10 Stroh für, ne? Autospeicher erstmal. Stellen wir direkt mal um auf Gras. Jo. Ne? Ich hoffe, dass du das jetzt alles aberntet. Aberntest. Ja, unsere Vogelscheuche. Ja. Ja, er erntet es noch ab. Das ist gut. Und dann baut er gleich noch Gras an. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht noch zum Winter hin ein bisschen was hinkriegen. Mit dem Flachs kann der Schneider auch wieder schneidern, ne? Haben wir denn überhaupt noch einen Schneider eingesetzt? Nö. Haben wir nicht. Wir haben auch keinen mehr über. Könnte einen von meinen Bauarbeitern da hinschicken, aber das will ich gar nicht. Und ja, ich mache mal wieder hier zweifache Geschwindigkeit. Wir nähern uns nämlich dem Ende einer weiteren Folge Forest Village. Ich sag schon mal Dankeschön fürs Einschalten. Ja, schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie euch das Spiel grundsätzlich gefällt und
Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann, euer Sepp. Ciao.